Ja, meine Freunde, hallo und herzlich willkommen zum Spieltagsschnack vom Spiel zwischen dem SV Sandhausen und dem Hamburger Sportverein. Und Mann, oh Mann, war das ein Haufen Scheiße. Also, die erste Halbzeit, also gerade die erste Halbzeit hat mich wirklich komplett sprachlos zurückgelassen. Denn, sind wir mal ganz ehrlich, es war die schlechteste HSV-Halbzeit, die ich jemals beim HSV gesehen habe. So. Und ich bin seit 2006 HSV-Fan. Und ich weiß, um ehrlich zu sein, noch nicht, wie ich das Ganze gerade einordnen soll, was gerade passiert ist. Also, in der ersten Halbzeit hätte jetzt ein Zuschauer, der beide Vereine nicht kennen würde, zugeguckt, der hätte gedacht, jo, Sandhausen ist der auf dem dritten Platz, der HSV ist der Verein auf dem 17. Platz. Weil Sandhausen hat gepresst, Sandhausen hat Druck gemacht, Sandhausen hat Offensivfußball gespielt, Sandhausen hat vor allem keinen schlechten Offensivfußball, sondern wirklich guten Offensivfußball zum Teil gespielt. So, da war ein Pass von Diekmeyer bei irgendwie um die 15., 20. Minute herum, alter Falter, der hätte ihn gestern nicht besser spielen können, ey. Boah, und ja, die erste Halbzeit war, Sandhausen rennt auf unser Tor, oder rennt das Tor ein, hat eine Chance nach der anderen und muss zur Pause eigentlich 3-0 führen. Und das Einzige, was der HSV nach vorne gemacht hat, beziehungsweise das Einzige, was der HSV gefährlich wurde, das basierte auf dem Fehlpass der Sandhäuser. Und noch dazu gab es dann mal alle 5 Minuten einen langen Ball nach vorne, der dann irgendwie bei der Sandhäuser Innenverteidigung gelandet ist. Und das war's. Das waren alle Offensivaktionen innerhalb der ersten Halbzeit. Mehr ging da überhaupt nicht. Es kam kein Spielfluss vom HSV irgendwie auf. Und Sandhausen war richtig gut. Sandhausen war richtig gut. War es, weil wir so schlecht waren? Keine Ahnung. Würde jetzt aber nicht sagen, Sandhausen war heute einfach stark und der HSV so schlecht wie selten zuvor. Ja, dann, ich mache es meistens so, dass ich in der Pause ein FIFA-Spiel online spiele. Dann komme ich meistens immer so eine Minute nach Abpfiff wieder, nach Wiederanpfiff wieder. Diesmal waren es 3 Minuten, deswegen habe ich tatsächlich das 1-0 verpasst. Auch die Wiederholungen davon. Ich habe keine Ahnung, wie das gefallen ist. Ich weiß nur, dass es irgendwie scheinbar irgendwie ein Flugkopfball Eigentor von Ambrosius war, wo er voll unbedrängt war. Das habe ich gehört. Das ist alles, was ich über das 1-0 weiß. Das werde ich wahrscheinlich erst sehen, wenn dann The Zone die Highlight-Videos hochlädt. Ich habe keine Ahnung, wie es gefallen ist. Es war, ja, ein Eigentor von Ambrosius. Mehr weiß ich nicht. Ich komme runter, steht 1-0, beziehungsweise habe halt auf den Weg, ich bin halt oben, ne, der Fernseher steht unten, auf dem Weg die Treppe runter, habe ich Twitter aktualisiert, nach meinem FIFA-Spiel, was auch eine grandiose Niederlage war, und habe halt gesehen, ja Mensch, 1-0 für Sandhausen, die Motivation war schon mal gebrochen, bevor ich wieder vom Fernseher saß. Und ja, die zweite Halbzeit verlief dann so weiter wie davor, wobei ein paar Minuten später fiel schon das 2-0, auch selten dämlich. Aber was heißt selten dämlich, es war hochverdient. Sandhausen hätte zu diesem Zeitpunkt schon 5-0 führen können, weil die hätten mit 3-0 in die Halbzeit gehen können und wir hätten uns nicht beschweren dürfen. Und dann wäre es mit diesen 2 Toren halt eben schon 5-0 gewesen und das wäre vollkommen okay gewesen. Es ist wirklich absolut bitter. Also man muss sich mal wirklich überlegen, wir vor 11 Jahren, auf den Tag genau, hat der HSV zu Hause im Europa League Halbfinale gegen Fulham gespielt. War 0-0, wie das Rückspiel ausging, wissen wahrscheinlich alle, so die damals HSV-Fans waren, so. Haben wir halt verloren. Aber das muss man sich mal überlegen. Damals, vor 11 Jahren, etwas mehr als einem Jahrzehnt, war man in der Europa League im Halbfinale mit Ambitionen, ins Finale im eigenen Stadion zu kommen, gegen den Gewinner aus Liverpool, gegen Atletico Madrid. Und ja, heute spielt man spielt nicht nur heute in der zweiten Liga in Sandhausen, sondern lässt sich von Sandhausen vollkommen vorführen. Das ist einfach eine traurige Entwicklung. Aber es ist halt nun mal die Realität und ja, Sandhausen hat alles gegeben im Abstiegskampf, beziehungsweise gibt alles im Abstiegskampf und will scheinbar auf jeden Fall viel, viel dringender in der Liga bleiben, als der HSV aufsteigen möchte. Und ja, dann gelingt halt irgendwann der Abschlusstreffer, nachdem Terodde leider auch eine 100%ige, die er in der Hinrunde verwandelt hätte, nicht verwandelt hat. Dann gelingt der Anschlusstreffer, ich habe tatsächlich gejubelt, letzte Woche gegen Darmstadt habe ich keine Reaktion beim 1-2 gezeigt. Jetzt tatsächlich ein bisschen und der HSV wurde dann auch besser, aber ganz ehrlich, ich glaube nur, weil Sandhausen den HSV gelassen hat. Naja, aber wirklich, was konnte der HSV auch nicht mehr machen und so verliert man dann mehr als hochverdient das Spiel in Sandhausen. Also es wäre wirklich absolut hochgradig frech gewesen, irgendwie einen Punkt aus Sandhausen mitzunehmen, weil ganz ehrlich, bei der Leistung,
kann man froh sein, nicht abgeschossen worden zu sein, dass das Torverhältnis so komplett am Arsch ist. Und man muss sich das mal zergehen lassen, so Schüsse 16 zu 8. So, das ist hochverdient, dieser Sieg für Sandhausen. Also Glückwunsch, falls hier Sandhausen-Fans zugucken, sind ja nicht allzu viele vielleicht zu anderen Vereinen, aber falls sich ein Sandhausen-Fan hier verirren sollte, herzlichen Glückwunsch. Habt ihr heute sehr stark gemacht. Und ja, damit können wir jetzt auf die Tabelle gucken und sehen. Bochum 10 Punkte weg. Ja, ein Spiel mehr, aber selbst wenn wir gewinnen sollten, wären es immer noch 7 Punkte, also die holen wir auf gar keinen Fall mehr ein. Deswegen würde ich sagen, auch wenn es Bochum-Fans nicht wahrhaben wollen, ich denke mal, Bochum ist durch. Fürth, selbe, genauso viele Spiele wie wir, 4 Punkte von uns weg. Die sind richtig gut drauf momentan. Und wenn die so weiterspielen, sehe ich es gerade ein wenig, dass wir die noch einholen. Ja, ich habe ja jetzt in Videos gesagt, wenn der HSV scheiße spielt, ist man halt so richtig negativ drauf. Wenn er gut spielt, ist man positiv drauf. Aber dass er mal so scheiße spielen würde wie heute, hätte ich leider echt nicht gedacht. Ja, einziger Lichtblick am nicht Ambrosius, sondern Winzheim hat tatsächlich jetzt eingekommen. Ist generell, finde ich, Tune hat viel zu spät gewechselt, weil warum hat er nicht gewechselt? Das ist für mich als absoluten Überlein von außen nicht nachvollziehbar, denn einen wirklichen Spielfürst, den man halt da irgendwie unterbrechen kann, wenn man jetzt irgendwie Spieler wechselt, den gab's da nicht. Ja, und wenn man nach hinten guckt, ne, Düsseldorf, ein Punkt hinter uns, Heidenheim 2 Punkte hinter uns, ja, auch mit einem Spiel mehr. Aber da kommt schon Holstein Kiel mit 4 Punkten halt hinter uns, mit 3 Spielen weniger. Also, und dann natürlich St. Pauli mit 6 Punkten hinter uns. Zwar auch mit einem Spiel mehr, aber ganz ehrlich, das ist meine allergrößte Angst. Dass wir dieses Mal nicht nur den Aufstieg wieder kurz vor knapp verspielen, sondern dass St. Pauli uns auch überholt. Und wenn St. Pauli uns überholt, ich glaube, dann sterbe ich innerlich wirklich ab. Und ich denke, da bin ich nicht der Einzige, wenn das passieren sollte. Ja, also der HSV hat tatsächlich Potenzial, uns zu enttäuschen. Ich habe immer noch den Funken Hoffnung, das muss ich wirklich sagen. Ich habe den Funken Hoffnung, dass man sich vielleicht noch fängt, dass der HSV uns jetzt mal zum Saisonende überraschenderweise komplett überrascht und jetzt noch einmal mit 5 Siegen um die Ecke kommt. Aber das ist nur eine kleine Hoffnung momentan. Eine Hoffnung, weil ich weiß, dass die Spieler, dass die Qualität in den Spielern und auch, ja, der Wille im Normalfall, heute hat man ihn eigentlich fast nur bei Terodde und Winzheimer so gesehen, fand ich. Ich weiß, dass die Mannschaft in der Lage ist, diese Spiele zu gewinnen. Aber moralisch sieht das gerade einfach nicht gut aus. Und die letzten Saisons sind natürlich im Hinterkopf. Und deswegen bin ich halt gerade komplett demotiviert, was den Rest angeht. Und ja, die Hoffnung ist wie gesagt noch da, aber ja, das Realisieren, dass es wohl gerade da raus sieht, dass es wieder nichts wird, ist gerade größer. Und ich bete, wie gesagt, dass der HSV uns irgendwie komplett überraschen kann in den nächsten Spielen. Es wäre ein Traum, es wäre wirklich ein Traum. Wir werden es sehen. Ich hoffe mal. Wir sehen uns dann nach dem Spiel am Sonntag gegen Regensburg, war das da, glaube ich, jetzt. Oder was, gegen Karlsruhe? Nee, Karlsruhe wird nächsten Donnerstag, glaube ich, nachgeholt. Ja, es ist gegen Regensburg. Ich hoffe, wir sehen uns dann unter etwas besseren Umständen wieder. Und vielleicht schaffen wir wenigstens einen Relegationsplatz. Wir werden es sehen. Ihr merkt, ich bin mit der Motivation gerade komplett am Ende. Euch wird es ähnlich gehen. Und ich sag jetzt ciao, Leute. Und habt noch einen schönen Rest Donnerstag, sofern das jetzt auch möglich ist. Und nur der HSV.